Servus, hi und hallo zu einem neuen Video der Unkiste. Die letzten Tage ging es ja richtig ab bei Tag Heuer, denn die haben, wie wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen haben werden, eine neue Smartwatch vorgestellt, die Tag Heuer Connected Modular 45. Aber die haben nicht einfach mal so eine Pressemitteilung rausgehauen und gesagt, hey, wir haben jetzt eine neue Smartwatch. Nein, da gab es eine richtig fette Pressekonferenz. Da wurden natürlich die Medien ein bisschen schon angestachelt, um zu berichten. Und dann ging es auch schon ab, auf allen Seiten hat man davon gehört, gelesen, der Livestream natürlich auf YouTube. Danach ist YouTube vollkommen explodiert in meinem Newsfeed, 40 neue Videos von Tag Heuer. Mein ganzer YouTube-Feed war nur noch voller Tag Heuer Videos über die neue Smartwatch. Ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass so ein Medienhype oder so ein Marketing überhaupt für eine Smartwatch gemacht wurde. Die letzten, die sowas bringen konnten, waren Apple und Samsung. Jetzt also Tag Heuer, denn die haben ja ihre Luxus-Smartwatch Connected und die jetzt also in der zweiten Generation bzw. die neue Smartwatch. Was genau die Tag Heuer Connected Modular 45 liefert, darüber sprechen wir heute ein bisschen. Wie immer, wenn du Fragen hast, dann ab damit unten in die Kommentare. Über ein Like und ein Abo würde ich mich natürlich riesig freuen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Für wen die Tag Heuer Connected jetzt was vollkommen Neues ist, dem erzähle ich mal kurz, was genau es damit auf sich hat und was so Besonderes ist. Tag Heuer, ein renommierter Schweizer Uhrenhersteller, viele Uhren im Sortiment und sehr beliebt, sagen wir jetzt einfach mal. Die Tag Heuer Connected ist so die Luxus-Smartwatch, die es gibt. Die fängt ab einem Preis von 1400 Euro, die erste Generation war das, 1400 Euro waren das, glaube ich, fängt die an, also wirklich eine Smartwatch, da kriegt man 3 Apple Watches für. Da wird auch wirklich eine andere Zielgruppe angesprochen und man könnte denken, okay, die verkaufen halt mal ihre 100 Stück im Jahr oder so. Nein, die haben wirklich im 5-stelligen Bereich letztes Jahr alleine verkauft und da war klar, hey, da wird Tag Heuer auf jeden Fall noch mehr Smartwatches bringen. Jetzt also die zweite Generation und die hat natürlich auch aufgestockt. Das wirklich Besondere an der Smartwatch ist, dass sie modular ist. Modular bedeutet, wir haben mehrere Elemente, die wir zusammenbauen können, um dann unsere fertige Smartwatch zu bekommen. Bei der Tag Heuer Connected Modular ist es also so, wir haben zum einen die Smartwatch, also das Gehäuse mit natürlich der Elektronik drin als Teil. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit, dieses Teil mit einem wirklichen Uhrenkaliber, sprich einem Automatikkaliber 5 oder einem Tourbillon von Tag Heuer zu kaufen und so zwischen Smartwatch und normaler Uhr zu wechseln, indem man die Bänder tauscht und alles. So hat man quasi dann 2 Uhren, die man immer wieder neu zusammenbauen kann. Dann sind verschiedene Teile wie zum Beispiel die Bänder, Gehäusematerialien, Bandanstöße, natürlich der Bandverschluss. Also Sachen gibt es mehrere Varianten von. Erzähle ich gleich noch ein bisschen was drüber. Und die kann sich jeder Käufer individuell zusammenstellen. Sprich, er kann sich aussuchen, okay, welches Gehäusematerial möchte ich haben, welche Farbe und welches Material soll mein Band haben und alles andere. Wir haben also eine riesen Auswahl und können uns so eigentlich unsere komplett individuelle Tag Heuer Connected zusammenstellen. Das ist auf jeden Fall geil. Jetzt interessieren uns aber auch mal die technischen Fakten, denn die sind bei gerade einer Smartwatch ja besonders wichtig. Wir haben zum einen einen Intel Atom Prozessor verbaut, 4 GB Speicher und das Betriebssystem ist das neue Android Wear 2.0. Das ist ja bis jetzt schon auf einigen Smartwatches verfügbar. Die Tag Heuer Connected kommt automatisch mit dem neuen Android Wear 2.0. Das freut gerade iPhone-Benutzer, denn das iPhone läuft jetzt noch besser mit einer Android Wear Smartwatch. Das Display ist ein AMOLED-Display mit 1,39 Zoll und das Glas ist Saphirglas, da also besonders widerstandsfähig, gerade bei Luxusuhren sehr beliebtes Glas. Ansonsten ist die Uhr noch 50 Meter wasserdicht und hat in etwa eine Akkulaufzeit von 24 Stunden. Weiter geht's auch schon mit dem Preis. Die neue Tag Heuer Connected kostet stolze in der Basisversion 1600 Euro. Für alle, die schon 400 Euro für eine Smartwatch für sehr teuer halten und sagen wir mal für ein zu teures Spielzeug, die sollten gerade von der Tag Heuer Connected weit Abstand halten. Natürlich können wir die Preise da richtig in die Höhe treiben, aber das Höchste, was geht, sind stolze 16.500 Euro. Und was bekommt man dafür? Man bekommt zum einen natürlich das Smartwatch-Modul Und man bekommt dazu noch das Tourbillon-Modul, sodass man also, wie ich vorhin schon angesprochen habe, beides hat, Smartwatch und Uhr. Das Ganze gibt es in einer sehr limitierten Variante, kostet also in so einem Koffer und mit Bändern und Bandanstößen und dem ganzen Rest stolze 16.500 €. Für alle die aber sich nur die Smartwatch holen wollen, die können also aus verschiedenen Varianten wählen und sich so ihre eigene Smartwatch zusammenbauen. Wir haben zum Beispiel natürlich Gehäusematerial, da haben wir Titanium, Edelstahl, Roségold ist sogar möglich, Keramik, dann gibt es verschiedene Bänder, natürlich die ganzen Bandfarben von grün, blau, rot, gelb, all sowas, gibt es Kautschukbänder, wir haben Lederbänder, Keramikbänder, Edelstahlbänder, habe ich was vergessen? Ah, natürlich noch Titan. Titan gibt es natürlich auch noch. Dann ist es auch noch möglich, dass Gehäuse mit Diamanten besetzt und es gibt einfach so viele verdammte Varianten. Dann natürlich die Schließe in verschiedenen Varianten. Also insgesamt gibt Tag Heuer an, kann man 500 verschiedene Styles auswählen. Also man kann sich da wirklich alles zusammenbasteln. Finde ich persönlich eine wirklich coole Idee. Ich mag das, wenn man sich selbst einfach noch sein Produkt zusammenbasteln kann, bestimmen kann, welche Farbe, welches Material und so. Ist klar, natürlich wird es dann dementsprechend auch teurer, aber dafür baue ich mir ja meine eigene Smartwatch zusammen. Dazu dann natürlich noch die Möglichkeit, verschiedene Ziffernblätter zu wählen, und gerade die Ziffernblätter sind bei Tag Heuer natürlich ziemlich geil. Die sind ja auf Uhren spezialisiert. Und so haben wir also die wohl coolsten und auch wirklich am meisten nach Uhr aussehendsten Ziffernblätter. Plus, dass es noch einen ziemlich coolen Generator gibt, um sich sein eigenes Ziffernblatt zusammenzubasteln. Ansonsten arbeitet Tag Heuer natürlich auch eng mit Intel und Google zusammen und designen da auch immer neue Apps und überhaupt neue Nutzererlebnisse. Zum Beispiel wird es ein komplett neues Nutzererlebnis geben, um seinen Tag zu planen. Also da ist Tag Heuer nicht einfach, wir werfen mal eine Smartwatch auf den Markt. Nein, die wollen wirklich, dass ihre Kunden das Produkt lieben. Und dafür steht natürlich auch Tag Heuer, dass man diese Uhren einfach lieben muss. Also ich muss wirklich sagen, die neue Tag Heuer Connected gefällt mir persönlich sehr. Der Preis ist natürlich einfach eine Sache. Wer eine Smartwatch einfach nur als Spielzeug sieht oder überhaupt erstmal noch gar keine Smartwatch hat, sondern sich da erstmal rantasten sollte, der sollte wirklich da bei der Tag Heuer Connected lieber erstmal die Finger davon lassen, weil 1.600 € für eine Smartwatch, da bekommt man ja mehrere Apple Watches für, plus noch eine Samsung Gear S3 und vielleicht sonst noch andere Smartwatches zusammen. Wer jetzt Bock auf die neue Tag Heuer Connected Modular bekommen hat, der sollte mal direkt auf die Tag Heuer Seite gehen und sich da seine Smartwatch zusammen konfigurieren, und der kann sie auch direkt kaufen, denn sie ist sofort jetzt ab diesem Moment sogar schon erhältlich. In den meisten Fällen, wenn ein Produkt angekündigt wird, dauert das ja immer erst noch mal ein paar Monate. Und jetzt interessiert mich natürlich noch deine Meinung. Wie siehst du die neue Tag Heuer Connected? Vielleicht hast du auch mit der alten oder der ersten schon Erfahrungen gemacht. Schreib mir das mal unten in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren. Und das war's auch schon von meiner kleinen Vorstellung zur neuen Tag Heuer Connected. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Haut rein!